Wunderschönen guten Tag, guten Abend, meine Freunde. Hier ist wieder der Banger der Zehnfinger und heute mit einer weiteren Episode des Rise to Fames, Road to Glories. Heute testen wir, wie angekündigt, erstmal das Bundesliga-Team aus, was wir in der letzten Episode getestet haben. Eigentlich nur, damit unser gutes altes, was war das für ein Team? Unser gutes altes Western African Tournament Team ein bisschen Fitness zurückbekommt durch dieses eine Spiel. Und wir sind jetzt in der Liga 2, glaube ich, und wir treten an gegen so ein recht gutes Premier League Team, wie ich gesehen habe. Demba Ba vorne drin, Santi Cazorla dahinter. Nichtsdestotrotz gehen wir erstmal mit 1:0 mit Joel Matip in Führung. Und Joel Matip hat mich eigentlich ziemlich positiv überrascht. 73 Pace für einen Innenverteidiger ist natürlich immer gut. In der Bundesliga, da gibt es viele davon. Jerome Boateng ist da beispielsweise auch noch, der ist aber halt auch schon ein bisschen teurer. Mats Hummels hat zwar nur 65 Pace, dafür aber Lufthoheit, wie er leibt und lebt. Aber die sind halt alles ein bisschen teurer und ich bin mit den zwei, die ich jetzt gerade habe, ist auch sehr zufrieden. Ich hätte vielleicht noch Höwedes nehmen können, der war auch noch eine ganz gute Alternative. Aber gut, kam halt nicht so und wir müssen jetzt damit leben, dass wir in Anführungszeichen nur Joel Matip und, den habe ich eigentlich noch, Subotic, glaube ich, habe, ne? Müsste Subotic sein, glaube ich. Naja, jedenfalls gehen wir jetzt 4:0 erstmal in Führung. Marcel erstmal mit einem Doppelpack, richtig geil. Ibrahim Affelay auch noch mit dem Tor, das hat er ja zweite geschossen oder so. Und Demba Ba hier bei ihm, ja, sorgt für den Anschlusstreffer. Kurz darauf Belagerungszustand in meinem Strafraum. Ich krieg den Ball nicht raus. Ich meine, guckt euch das mal an. Was ist das? Ich sehe nur Blues, Blues, Blues. Und der Typ, der schafft es irgendwie den Ball nach oben hin zu, wer ist das? Ashley Young zu bekommen. Ashley Young dribbelt sich ja erstmal kurz vorbei und zack, Abschluss mit dem rechten starken Fuß. Ashley Young sorgt also für den 4:2 Anschlusstreffer. Der hat bestimmt ein bisschen Hoffnung geschöpft, aber Leute, ihr kennt mich doch. Sydney Sam, Sydney Sam, Sydney Sam with the God. Sydney Sam kann ich nur jedem empfehlen. 1000 Münzen für einen 90 Pace Außenstürmer mit einem linken starken Fuß. 1A wirklich der Typ. Ohne Scheiß. Sydney Sam, Choc Güzel, Leute. Louis Holtby davor mit einem guten kleinen Mini-Skill-Run mit einem Berbatov-Spin, mit einem Berbatov-Skirn oder Stop-and-Turn, keine Ahnung wie ihr ihn nennt, auf Cedric Macchiardo und Cedric Macchiardo ballert den dann eigentlich auch für mich rein. Macchiardo, muss ich sagen, defensiv räumt der ganz, ganz viel weg. Also in einem, ja, im zentralen Mittelfeld ist der Typ sehr gut aufgehoben. Und wer ruft jetzt hier am Feiertag samstags an? Oh, was habe ich denn da gemacht? Krass. Ich glaube, ah ja, jetzt weiß ich wieder, was da war. Da ist mein Controller ausgefallen. Da war, doch. Kurz davor war noch so eine Meldung von wegen, ja, ihr Akku, dies, das, dann ist der irgendwann mal ausgefallen. Naja, egal. Ihr seht, Skill und so weiter liegt mir in letzter Zeit richtig viel im Blut. Ich kann das in variieren, je nachdem kann ich auf 100% Skiller umsteigen oder so ein 50-50 Mischmasch oder halt gar nicht und dann nur sweaty spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. So habe ich dann meistens auch agiert oder gespielt. Und Elfmeter gelingen mir in letzter Zeit auch perfekt. Dank gewisser kleiner Tipps, wie zum Beispiel dieses im Kopf zählen 21, 22 und dann muss der da sein, wo ihr ihn haben wollt, wisst ihr? Eigentlich relativ simpel. Alexander Esswein macht hier noch seinen Hattrick. Kein lupenreiner Hattrick, wollte ich schon mal betonen. Es ist kein lupenreiner Hattrick, habe ich nie gesagt im letzten Part mit Lisandro Lopez. Es ist aber ein Hattrick. Hattrick heißt drei Tore und er hat drei Tore geschossen. Alexander Esswein. Hier nochmal Alexander Esswein, drei Tore, ihr seht's. Gut. Also haben wir das erste Spiel in Liga 2 8:3 gewonnen. Ich muss sagen, 1A Leistung unsererseits. Ja. Also Liga 2 hatte ich beim ersten Mal spielen viel mehr Probleme. Und wir haben ja nicht mal ein wirklich teures Team, so wie der Typ. Sein Team war bestimmt locker doppelt so teuer wie unseres, würde ich mal sagen. Unser Team ist ja im Gegensatz zu seinem Team nur ein bisschen oder relativ solide. Ah, wir hatten Joru. Ich wollte eigentlich Subotic mal testen. Egal, Subotic kann ich mal anders testen. In irgendeinem Serben Mischmasch-Team. Gut, Liga 2. Oh, wir haben schon 9 Punkte Liga 2. 3 Siege, ne? Geil. Wusste ich auch noch nicht. Also, ich dachte, ich bin so mit den Turnieren beschäftigt, dass ich das völlig außer Acht lasse. Und mittlerweile gibt es auch ein neues Turnier, und zwar das chinesische Neujahrsturnier. Wenn ihr das spielen wollt, braucht ihr ein 5-Sterne-Team. Also, euer Team braucht eine exakte Bewertung von 5 Sternen. Und ihr dürft wirklich nur Goldspieler im Team haben. Ja, das habe ich auf meinem privaten Account schon geschafft. 4000 Münzen Siegprämie, also doppelt so viel wie beim Gold Cup. Lohnt sich eigentlich mehr oder weniger. Und kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Jedenfalls. Neue Runde, neues Glück, sage ich da nur. Halbfinale gegen No Trip for Cats. Der hatte hier TOT und Yaya Touré und Asamoah und so. Und wisst ihr, was der Typ gemacht hat? Das ist etwas, was ich an Turnieren wirklich nicht verstehe.
Oder warum das Leute machen. Der hat halt direkt in der ersten Minute seine zwei senegalesischen Spieler, glaube ich, rausgewechselt und hat dafür dann seine drei Stammspieler reingetan, die eigentlich in die Formation reingehören. Und ich finde das absolut schade. Sowas nimmt einfach den Reiz aus Turnieren raus, weil für mich ist halt Reiz so eines Turniers einfach mal kreativ zu sein. Neue Teams zu bauen und nicht wirklich die Siegprämie auszuschöpfen. Das ist natürlich ein guter Bonus nebenbei. Aber wenn es da schon so kreative Limits gibt, wie zum Beispiel, dass ich zwei Elfenbeinische, zwei Ivora ins Team nehmen muss oder zwei Ghanesen oder Ghana, dann ist das eigentlich. Also es ist einfach unmoralisch, wenn ich da jetzt diese zwei Spieler rausnehme. Aubameyang hier bei dem genialen Lupfer. Vollspann, Volley, geil. Und ich verstehe solche Leute nicht. Ich meine, ich mache es ja auch nicht. Und dass sie dann wirklich so geil auf diese Siegprämie sind, ja? Dass sie so geil aufs Gewinnen sind. Dass sie diese ganzen Limits da umgehen, indem die einfach in der ersten Minute direkt ihre Stammspieler reinwechseln, finde ich wirklich unter aller Sau, unter aller Kanone. Leute, wenn ihr das Video seht und ihr das auch so macht, dann fühlt euch angesprochen. Ich finde, so welche Aktion unter aller Kanone, sowas gehört sich einfach nicht, wie ich finde. Jetzt kann man natürlich sagen, ist halt im Spiel drinnen, soll ich ausnutzen können, bla 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 bla. Schön und gut, könnt ihr machen, aber ich verstehe trotzdem den Sinn dahinter nicht. Weil es geht ja in erster Linie wirklich darum, dass man Spaß hat. Und ich habe dieses Team gebaut und allein der Gedanke, dass ich dieses Team alleine gebaut und modifiziert habe. Ich meine, auf Dubai kam irgendwie keiner. Dubai, ich habe den in keinem einzigen Team gesehen, Dubai. Also der silberne 74er Spieler von Sochaux. Kreativ. Und ich muss sagen, der Typ ist ein Biest. Der räumt alles weg, spielt tolle Pässe nach vorne, lange Pässe. Biest. Also durch diese Turniere lernt man ja auch neue Spieler kennen. Ich hätte zum Beispiel auch nicht gedacht, dass Salomon Kalou so ein toller Spieler ist. Okay, Mensah hat mich jetzt nicht wirklich beeindruckt, der war eher schlecht, aber gut. Was soll man machen, ne? Kreativität. Außerdem vielleicht auch mal mit einem Handicap spielen, ja? Irgendwie sowas um den Dreh. Aber das wollte ich nochmal so verdeutlichen, dass ich das absolut schade finde, absolut traurig, absolut unter einer Kanone. Wir suchen jetzt hier, glaube ich, auch 3 Minuten nach einem Gegner. Moment, das habe ich, glaube ich, vergessen rauszusteigen. Und das werde ich jetzt, glaube ich, auch mal machen. So, und da sind wir auch wieder. Ich habe mich schon gefragt, warum das eigentlich so lange dauert. Und ich habe dann wirklich gesehen, dass das so ein Leerlauf von 3 Minuten war. Da habe ich wirklich verschissen, das zu editieren. Naja, egal. Kann ja nur besser werden. Denke ich, finde ich. Und wie gesagt, wir bestreiten jetzt das Finale vom Western African Turnier und mein Ziel war es wirklich hier zu gewinnen, 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 gewinnen. 7500 Münzen sind der Ansporn. Der Typ hat dann, glaube ich, gar auch nicht gewechselt. Der Typ war ein richtig korrekter Spieler, fairer Spieler. Und das war ein sehr, sehr spannendes Spiel, muss ich sagen. Also, das ist so ein Finale, wie es man sich wünscht. Ich sehe hier, dass Lopez sich freiläuft. Lopez läuft, Lopez läuft, Lopez, 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 boom. Macht das 1-0 und da dachte ich mir so, jetzt habe ich das Spiel unter Kontrolle. Jetzt kannst du eigentlich hier dein Spiel aufziehen. Gutes, langsames Kombinationsspiel und dann den Pass suchen. Aber der Typ schafft es dann irgendwie glücklich, den Ball auf seinen Stürmer zu bringen. Ansbar, oder wie hieß er? Ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Irgendwas mit A, ne? Ansgar. Ansgar. Und dieser Ansgar, der hat es auch geschafft. Ne, und Angarn, genau. Dieser Angarn hat es dann auch geschafft, mir das 2 zu 1 reinzudrücken. War ein sehr ausgeglichenes Spiel, es war nicht unverdient oder ähnliches. Aber ich habe meine Chancen nicht genutzt, er hingegen hat seine Chancen eiskalt ausgespielt genutzt. Nach seinem zweiten Treffer folgt direkt der dritte Treffer und da dachte ich mir erstmal, verdammt, verschissen. Aber Leute, ihr dürft nie aufgeben, wirklich nie aufgeben. In FIFA dürft ihr nie aufgeben. Euer Gegner kann auf Zeit spielen, ihr steht auch sehr offensiv und holt euch den Ball und ballert ihr den Ball rein. Aber aufgeben dürft ihr nie. Wer aufgibt in FIFA, der hat schon verloren, sage ich nur. Und verlieren geht für mich absolut nicht in Frage. Ich hasse es zu verlieren und ich will immer gewinnen. Ich will immer das Maximum. Natürlich nicht um jeden Preis, aber ich versuche immer das Beste aus den Mitteln zu machen. Und dann gelingen manchmal auch solche klasse Tore wie hier gerade von Aubameyang. Die Ballrolle im perfekten Moment eingesetzt, das 3 zu 3 gemacht, uns in die Verlängerung gerettet. Doch direkt am Anfang der Verlängerung, in der 93. Minute, geht der Typ mit Joaquin in Führung. Herzschmerz für mich. Denn jetzt muss ich einer Führung des Gegners hinterherlaufen. Und direkt danach in der 95. folgt auch Angarn. Und ich habe wieder nie aufgegeben. Nicht aufgegeben. Ich habe gemerkt, der Typ hat auch sehr defensiv umgestellt und so. Ich habe auch sehr offensiv umgestellt. Zack. Lisandro Lopez schafft es dann.
Mehr oder weniger glücklich, nee, Aubameyang, mehr oder weniger glücklich, den Ball reinzuschießen. 6 zu 5 ist das Ergebnis, aber wie soll es denn auch so anders sein? In der 120. Minute, ich habe alles nach vorne geschmissen, was ging. Ich habe versucht, den Ball nochmal irgendwie zu bekommen, aber Angarn hat einfach den guten alten Finger, der hat den Finger heute abgeschossen. 6 zu 4 im Finale verloren, ein weiteres Finale verloren. Also wir werden ja langsam zum Vize-Fight for Bang. Geil, ne? Ja, das war sehr bitter, muss ich sagen. Und ich habe mir gedacht, ich schaff's eh nicht, noch ein weiteres Turnier zu machen. Oder mir fehlt gerade die Motivation auf so ein Turnier. Ich will mal wieder was Neues spielen. Und daraufhin entschließe ich mich, das Team zu verkaufen. Weil, wenn das Turnier abgelaufen ist, werden die Preise wieder sinken für die ganzen Elfenbeinküstenspieler und so weiter. Von daher solltet ihr die dann, oder ist es immer empfehlenswert, dass ihr die vor Turnierende einen Tag mindestens verkauft. Für denselben Preis vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, Vertrag mit Lisandro Lopez läuft jetzt erstmal aus und Mensa, Dubai und der ganze Rest der Rasselbande wird jetzt erstmal hier schön auf den Tauschstapel geschickt. Ich werde dann nebenbei nochmal natürlich ein bisschen traden und so. Ich werde das immer offscreen jetzt, glaube ich, machen, weil kommt einfach auch besser rüber. Anstatt dass ich euch immer am Anfang sage, ja, ich habe dies und das gemacht. Finde ich jedenfalls. Also hier nochmal, ihr seht, Hernanes wurde verkauft. Touré stelle ich schon ein bisschen mehr rein, als ich ihn geholt habe. Geht, glaube ich, am Ende auch für so viel weg. Isaac Forster, glaube ich, auch. Mensa, keine Ahnung. Ich glaube, der ging sogar auch für so viel weg. Dubai geht auf jeden Fall für sogar mehr weg. Ihr seht, zack. Kalou ging dann auch wieder für seinen Kaufpreis weg. Ich habe mir gedacht, komm, 3000 ist eigentlich gut für den. Bei dem bin ich mit dem Preis runtergegangen und so weiter und so fort. Aber meine Freunde, wie gesagt, Ende der Episode. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Kleiner Klick für euch, mit einer großen Wirkung für mich. Und ansonsten, haut rein, macht's gut und ciao. Euer Bengal, der hat 10 Finger. Jo.